Halt, hallo, was? Ihr kennt mich nicht? Ist ja auch ein bisschen schwierig in dieser Verkleidung. Eigentlich trage ich bisher ja immer nur Leger und den Kragen meines Hemdes immer über dem Revers. Ach zum Teufel, wie bindet man nur eine Krawatte? Das sind echte Probleme, die ich leider nur noch nie hatte. Ich spiele im Jahr 1863, soll den John Watson darstellen. Ja genau, ihr habt richtig gehört, den Kumpel von Sherlock Holmes. Ich bin 13 und gehe noch zur Schule, natürlich auch zusammen mit Sherlock Holmes, dem Klugscheißer. Aber leider möchte es unser Drehbuch so, Sherlock Holmes und Dr. Watson im Teufelsmoor. Jederzeit kann die Unheit geschehen. Das Verbrechen ist überall, denn das Böse ist immer ganz nah. Apropos geschehen, da muss ich direkt mal kurz abschweifen. Sie kennen sicherlich das Problem. Sie wohnen zu weit weg, um die Waldorfer Rundschau zu abonnieren oder haben einfach keine Zeit, sie ganz zu lesen. Dann seien Sie doch ganz modern und gehen auf Social Media und abonnieren Sie uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Unsere Website ist aber auch nicht ganz ohne. www.werkraumtheater.de. Dort sehen Sie Fabian mit seiner Wohnzimmerbühne, unsere Videos von den Proben aus Kochen und alle Filmchen und Hörspiele von uns. Also, ich bin John Watson. Zurzeit geht es mir aber gar nicht gut. Ich bekomme so langsam eine richtige Wut. Ich würde so gern den Sherlock ärgern. Ja, das macht mir Spaß. Oder mal etwas recherchieren. Ja, das wäre was. Aber dazwischen steht eine Sache, warum ich hier vor der Kamera stehe. Corona. Corona. Corona ist der Grund, warum das Theater dicht ist. Corona ist mir lieb wie ein Dreck. Die Zeit will überhaupt nicht vergehen. Theaterfreunde kann man gar nicht mehr sehen. Aber was sehe ich denn da? Eventuelle Proben ab 15. Juni? Ja dann, Maske auf! Und bis dann unter www.werkraumtheater.de. Tschüss!